ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Herzlich willkommen zu Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Natürlich könnt ihr auch heute wieder alles, was ich euch zeige, ganz leicht auch selber machen. Also, los geht's mit Art Attack. Was ist denn los? Was guckt ihr denn so? Stimmt irgendwas nicht? Keine Angst, das war nur Spaß. Die ist natürlich nicht echt. Selbst gemacht. Ist das nicht die gruseligste Monsterkralle, die ihr je gesehen habt? Wenn ihr auch so eine haben wollt, kein Problem. Ich zeige euch, wie es geht. Macht aus Zeitungspapier so einen abgeflachten Ball, der so groß ist wie eure Handfläche. Dann knüllt einen etwas kleineren zusammen und legt ihn unter den größeren als Handgelenk. Aus 5 Zeitungspapierwürsten werden die Finger. 4 lange oben und an die Seite der Daumen. Dann klebt die einzelnen Teile mit viel Klebeband fest aneinander. Schon sieht eure Klaue so aus. Wenn ihr die Finger gut festgeklebt habt, könnt ihr sie noch so hinbiegen, wie ihr wollt. Eine richtige Monsterklaue hat ganz krumme Finger. Dann braucht ihr noch Sehnen, Adern und zerfetztes Fleisch, das hinten am Handgelenk heraushängt. Für die Sehnen und Adern nehmt ihr kleine eingedrehte Zeitungspapierwürste. Aus weißem Papier könnt ihr noch solche Röhrchen machen, die später aussehen wie abgebrochene Knochen. Und so geht's weiter. Legt die Knochen und Sehnen hinten an das Handgelenk. Dann sieht es aus, als wäre die Hand wirklich abgetrennt worden. Dann schneidet aus Pappe Fingernägel aus. Entweder macht ihr lange Spitze oder solche hier, die aussehen, als wären sie abgekaut. Die Sehnen und Knochen klebt ihr mit viel Klebeband hinten am Handgelenk fest. Die Knochen klebt ihr am besten auf die Unterseite. Sieht doch schon ganz schön gut aus. Dieser halbfertigen Monsterklaue wollen wir als nächstes eine gruselige Haut überziehen. Dafür nehmt ihr Küchenrolle oder Klopapier und etwas weißen Bastelkleber, den ihr zu gleichen Teilen mit Wasser mischt. Ihr wisst sicher, was jetzt kommt. Genau, streicht die ganze Klaue mit dem weißen Bastelkleber ein. Und dann legt Streifen von Küchenpapier oder Klopapier drüber und pinselt nochmal Kleister obendrauf. Bedeckt auf diese Weise die ganze Klaue mit 1 oder 2 Schichten Pappmaché. Dabei müsst ihr nicht allzu ordentlich sein, denn eine richtige Monsterhaut ist niemals glatt, sondern rau und verschrumpelt. Kleistert auch Pappmaché über die Fingernägel. Die heraushängenden Sehnen und Knochen am Handgelenk, die lasst ihr aber frei. Ihr könnt jetzt auch noch Adern auf dem Handrücken machen, indem ihr Klopapier zu dünnen Würstchen formt, in den Bastelkleber tunkt und auf den Handrücken klebt. Macht so viele, wie ihr wollt. Wenn ihr damit fertig seid, lasst die Klaue gut trocknen und am nächsten Tag sieht sie so aus. Sie ist jetzt richtig hart und stabil und aus dem Pappmaché ist eine verschrumpelte Monsterhaut geworden. Nun könnt ihr die Klaue bemalen, wie ihr wollt. Dafür nehmt ihr Plakatfarben oder andere Farben, die gut decken. Eine richtige Monsterklaue bekommt ein schönes leuchtendes Grün. Malt zuerst die ganze Hand an und dann pinselt in einer helleren Farbe noch ein paar Striche über die Haut, damit sie richtig schön schleimig aussieht. Die Fingernägel, die bekommen einen dreckigen Gelbton. Die
Sehnen hinten am Handgelenk, die malt ihr schön blutrot an. Die Knochen lasst ihr einfach weiß. Und wenn die Farbe getrocknet ist, habt ihr eine gruselige Monsterklaue wie diese hier. Mit ein paar grässlichen Fingernägeln, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und die könnt ihr jetzt irgendwo in der Wohnung rumliegen lassen und Leute damit erschrecken. Wow. Öffnet doch mit dieser Monsterklaue mal langsam eine Zimmertür. Oder lasst sie ganz anders aussehen. Wie gefällt euch diese hier? In Rot, mit langen, dürren Fingern, spitzen Fingernägeln und einem gefährlich aussehenden Totenkopfring. Oder wie wär's mit echten Werwolfhänden? Schaut euch mal die hier an. Richtig schön gruselig behaart. Dafür habe ich einfach Stoffreste auf die Handrücken geklebt. Probiert's einfach mal selbst. Bastelt euch gruselige Monsterklauen. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Die sind gruselig. Um euch so eine Klaue zu machen, knüllt ihr einen handflächengroßen Ball aus Zeitungspapier zusammen, macht einen kleineren Ball für das Handgelenk, formt 5 Zeitungspapierwürste zu Fingern und Daumen, klebt alle Teile mit Klebeband aneinander und biegt die Finger zu einer Klaue zurecht. Macht Fleischfetzen und Knochen für das Handgelenk und Pappfingernägel. Dann bedeckt ihr alles bis auf die Sehnen und Knochen mit weißem Bastelkleber und Klopapier. Wenn das Ganze getrocknet ist, bemalt ihr die Klaue in schrecklichen Farben. Und dann könnt ihr Leute damit erschrecken. Haha! Bastelt eure eigenen Klauen, wenn ihr euch traut.